I wanna fly away, where there's no TVs and the people don't know my name. Guten Morgen, meine Hübschen. Heute ist der letzte Tag in Ägypten in Hurghada für mich angebrochen. Also ich war jetzt 2 Wochen hier im Steigenberger Aquamagic. Wie ihr schon gesehen habt, ich habe einen vollen Mirround hochgeladen. Und wie ihr wisst, kommt dann immer auch gleich ein Aufgebraucht noch hinten nach. Und ja, reden wir gar nicht lange rum. Ich habe einen riesen Beutel voll, den ich hier aufgebraucht habe. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Also ich lang einfach mal wild rein, beziehungsweise ich fange mit den Sachen, die hier stehen, an. Die mache ich später noch leer. Und zwar das hier dieses Body Spray. Das ist noch vom letzten Jahr. Das habe ich mir als Backup gesichert und ich habe es so geliebt und ich bin echt traurig, dass es ja, jetzt leer ist. Aber naja, gut. Dann, was auch noch leer geht und hier bleibt, ist hier diese Fusselrolle. Das war so ein Werbegeschenk von der Markgrafen Apotheke. Ja, für sowas echt perfekt. Und ja, mache ich jetzt dann, wenn ich mich endgültig angezogen habe, ziehe ich jetzt noch ein Kleid an. Wenn ich fliege, ziehe ich dann eine Jeans an und ein Oberteil. Und ja, da würde ich auch nochmal drüber rollen. Dann, das bleibt definitiv auch hier. Ich nehme es jetzt noch als Handseife und wenn noch ein Rest drinnen bleibt, bleibt es einfach hier. Das war so grottenschlecht. Also ich habe ja Akne, wie ihr wisst. Und das, ja, damit bin ich überhaupt nicht klar gekommen und es hat gebrannt ohne Ende und auch jetzt hier habe ich es erst fürs Gesicht benutzt, wenn die Sonne dann noch drauf scheint. Unmöglich, also absolutes Flop-Produkt in meinen Augen, würde ich nie mehr nachkaufen. Dann geht es weiter mit einem Balea Duschgel. Ja, da habe ich mich jetzt sehr dran satt gerochen. Das habe ich jetzt immer mit in den Urlaub genommen, aber irgendwie hat es mich diesen Urlaub genervt. Also das würde ich mir jetzt nicht mehr nachkaufen, ist aber ein super Produkt und ja, kann ich euch wärmstens empfehlen. Dann ist leer gegangen eine Handcreme und zwar von Isana, diese Handcreme Zauberreis, war eine limitierte Edition. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Ja, ist jetzt leer gegangen, bleibt hier. Aber die sind immer gut, die haben da immer wechselnde Düfte und ja, kann ich euch empfehlen. Das ist eine von meinen Lieblingsmascara und zwar die Maxi Definition von Reval de Loup. Kriegt ihr beim Rossmann, kostet nicht mal 2 Euro und ist ein super, super, super Produkt. Also wenn ihr die seht, holt sie euch mal und probiert sie aus. Die hat so ein ganz tolles Bürstchen, wo ich persönlich super mit klarkomme. Genau, so sieht die aus und ja, die kann ich euch absolut empfehlen. Ist leer und bleibt jetzt hier. Dann ist leer gegangen, auch ein Lieblingsprodukt von mir und zwar, oh, da hängt ein Haar dran. Ja, dieser Eyeliner, beziehungsweise ein Long-Lasting Eyeliner, ebenfalls von Reval de Loup, mega günstig und der hält wirklich, wirklich gut. Deswegen kaufe ich mir den auch immer wieder nach. Dann ist leer gegangen von Fructis das Wunderöl. Ja, war okay. Also der Duft ist super gut. Ich finde es fast zu pflegend. Also ich weiß nicht, irgendwie gehen da die Meinungen auseinander. Also ich würde es mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Das war jetzt das zweite Mal und ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Deswegen würde ich es mir jetzt ein drittes Mal nicht nachkaufen. Man hält sich auch ewig dran auf, weil da ist sau viel drinnen. Das ist 150 ml. Also das hält wirklich ewig. Und ja, aber es ist ein gutes Produkt und riecht gut. Aber irgendwie haut es mich jetzt auch nicht von den Socken. Ach Gott, dann Schuhe bleiben hier. Ich sehe die schon aus wie Sau, deswegen ja, sind schon ziemlich kaputt, deswegen bleiben sie auch hier. Genauso mit meinen Flipflops. Ich bin so froh, dass sie noch überlebt haben. Seht ihr, die sind schon komplett gebrochen, aber sie haben bis zum letzten Tag durchgehalten. Die habe ich mir mal im Primark mitgenommen und habe die jetzt bestimmt, keine Ahnung wie oft, verwendet. Also, ich glaube, die haben 1,50 gekostet. Wahnsinn, also ja, muss ich mir neue holen. Ganz leer gegangen von Isana die Feuchttücher. Ja, die habe ich ja immer in meiner Handtasche und ja, habe ich jetzt leer gemacht. Dann ist ein Haarshampoo leer gegangen von Pantene Pro V und zwar das Micellenreinigung und Nährpflegeshampoo. Fand ich super gut, der Duft ist echt göttlich. Ja, muss ich mir zu Hause auf jeden Fall nachkaufen. Habe ich mich echt drin verliebt. Dann wollte ich euch hier mal so Säfte zeigen und zwar die gibt es hier im Hotel. Die sind in der Minibar mit drin und die sind echt lecker. Gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Hier habe ich mal Mango. Ich glaube, da kommen noch mehr aus der Tüte raus. Dann ist eine Sonnencreme leer gegangen und zwar diese hier. Die mag ich total gerne. Die ist von Garnier, die Ambre Solaire, die UV Sport in hoch 50. Ihr wisst ja, ich bin so ein helles Häutchen und ich bin auch schon wieder rot, wie immer. Ja, und dann nehme ich immer die da, aber trotz der werde ich trotzdem rot. Ich weiß nicht, warum, weshalb, wieso. Aber mehr schützen kann ich mich ja auch nicht. Dann ist hier eine Haarmilch leer gegangen, beziehungsweise ein ganz kleiner Spritz ist noch drinnen. Aber ja, ich konnte es mir jetzt auch nicht mehr in die Haare rein punchen, deswegen bleibt es jetzt da. Das war von Nivea.
Die Haarmilch, ich habe mich ein bisschen in den Nivea-Duft satt gerochen. Jetzt hier fand ich es wieder ganz gut. Aber ich würde es mir jetzt daheim nicht nochmal nachkaufen. Aber Pflegewirkung ist super und der Duft ist halt einfach Nivea. Ist halt einfach gut, wenn man drauf steht. Bei mir sind es immer so Phasen und aktuell ist keine Nivea-Phase. Deswegen würde ich es mir jetzt erstmal nicht nachholen. Was ich mir aber auf jeden Fall zu Hause nachholen muss, ist von Isana diese Pflegereihe. Und zwar, das ist jetzt die Oil Care Reihe, diese hier, diese gelbe Edition. Ja, die riecht nach Arganöl und Mandelöl und ach, ich liebe diesen Duft. Deswegen, ich habe es jetzt eine Zeit lang nicht mehr zu Hause gehabt, hatte jetzt nur noch diese Kur, die habe ich jetzt hier dabei gehabt und ich habe mich wieder so in den Duft verliebt und ich brauche unbedingt Shampoo und Spülung, wenn ich zu Hause bin, weil ich es so gut finde. Dann ist ein Deo leer gegangen, was ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen werde. Ihr wisst ja, ich stehe auf, ich hole es mal schnell her, dieses Deo, das Shower Fresh, das ist das Beste auf der ganzen Welt. Ich liebe das, den Duft und alles und die Pflegewirkung. Und ja, das hier fand ich vom Duft her schrecklich und würde ich mir nie mehr nachkaufen. Es war ein Versuch, ich dachte, ich probiere mal eine andere Duftrichtung, aber es war ein Fail. Dann ist das hier leer gegangen, das habe ich mir mal bei der Norma mitgenommen und zwar von El Corina, einen pflegenden Fußbalsam. Ja, der war ganz okay, ist sehr, sehr dickflüssig, das hat mich ein bisschen genervt, man hat relativ drücken müssen, dass man aus der Packung was rausbringt. Bin jetzt froh, dass es leer ist und da wechsle ich eigentlich immer wieder mal durch. Dann habe ich hier im Hotel ja, diese kleinen Pröbchen leer gemacht, bis auf die Bodylotion, die war echt schlecht. Deswegen steht die jetzt noch in der Dusche. Dann ist leer gegangen, oder leer gegangen, er bleibt jetzt einfach hier. Das ist so ein Zungenreiniger, den habe ich immer. Und ja, wenn ich zu Hause neu nehme, dann hebe ich mir den alten immer von Urlaub auf. Und hier wird er dann entsorgt. Genau, das hat er mir noch 2 Wochen gedient und jetzt bleibt er hier. Dann habe ich Kaugummis aufgebraucht. Ja, diese hier, die hatte ich in meiner Handtasche zu Hause und habe sie jetzt hier fürs Flugzeug noch genommen. Die habe ich mir im Aldi gekauft und fand ich echt gut. Das war jetzt die Peppermint-Reihe und die sind zuckerfrei. Ja, also die wollte ich mir auf jeden Fall nachholen. Ich fand auch die Größe ganz cool. Ja, nicht so eine große Packung, hat wenig Platz weggenommen in der Handtasche und ja, würde ich mir auf jeden Fall nachholen. Dann ist eine Akne-Creme leer gegangen, so eine Aloe-Creme. Diese hier, die habe ich mir mal in China bestellt. Ja, war jetzt nichts Besonderes, wollte ich mir auch nicht nochmal nachholen. Ich wollte sie ausprobieren, war mega günstig und ja, war okay. Dann sind hier von Weleda so ein paar Proben habe ich hier aufgebraucht. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Das sind so Lotions und Cremes gewesen, Tagespflege, ja. Habe ich jetzt ein paar hier aufgebraucht. Der Duft war mega eklig. Also, das ist nicht so mein Ding. Also, ich habe jetzt zwar noch ein paar da, die werde ich aufbrauchen, aber das würde ich mir nie in der großen Größe kaufen, weil Weleda erstens sau teuer ist. Und wie gesagt, der Duft war überhaupt nicht meins. Also, ist richtig Oma irgendwie. Dann, was auch hier bleibt, ist dieser Bimstein. Ja, die nehme ich immer für meine Füße. Dafür gehört sie ja auch. Und ja, der ist jetzt natürlich nicht mehr schön. Kaufe ich mir zu Hause neu nach. Deswegen bleibt er hier. Dann habe ich eine Fußmaske gemacht und zwar diese hier, die habe ich mir in China bestellt. Da sind hier so kleine Schühchen dabei, die ganz extrem in dieser ja, Balsam-Creme-Maske irgendwie getränkt sind. Und die habe ich über Nacht angehabt, Socken drüber und ja, waren richtig gut. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachholen und kann ich echt empfehlen. War wie gesagt von China und ja, genau. Dann geht es weiter. Hier eine Handseife, die war vom Hotel, war mega schlecht. Naja. Dann eine Nagelfeile, die hat mich jetzt schon länger begleitet. Die ist ziemlich abgeranzt, deswegen bleibt sie auch hier. Dann habe ich noch eine 30er Sonnenmilch aufgebraucht. Diese hier von Ombia, die war auch super gut. Ja, würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachholen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, noch welche zu Hause. Dann ist hier nochmal ein Mangosaft leer gegangen. Dann habe ich mal geschenkt bekommen von meiner Mutter von der Therme in Bad Windsheim diese Creme und die war echt gut. Silvaner Körpercreme. Kann ich absolut empfehlen. Hat 12 € gekostet. Ja, die habe ich jetzt platt gemacht und deswegen bleibt sie hier. Dann habe ich noch ein paar Abschminktücher leer gemacht und zwar diese hier von Isana. Gut Karma Lama. Ja, den Duft fand ich ganz okay und ja. Dann nehme ich eigentlich immer wieder mal welche mit. Dann habe ich mir auf dem Herflug in Nürnberg, ups, am Flughafen noch so ein Wasser rausgelassen fürs Flugzeug. Das gleiche will ich jetzt hier in Hurghada in Ägypten auch machen, dass ich für den Flug was zum Trinken habe. Ach, ich sehe gerade, es sind noch mehr so Pröbchen leer gegangen. Dann ist von Mixa, ja, fand ich eigentlich auch ganz gut. Da kann man sich echt mal überlegen, die große Packung zu holen. Eventuell.
wenn man nicht noch so viele Körbe Lotions daheim hätte. Dann habe ich das hier aufgebraucht und zwar Energiedusche, es war Außenprobeding, super gut, würde ich mir auf jeden Fall in groß holen. Der Duft war echt frisch und super gut. Dann habe ich hier meine Einwegrasierer aufgebraucht, ja, die hatte ich jetzt für den Urlaub dabei, war nicht sehr toll, würde ich mir auch nicht nochmal nachkaufen, gab es beim Kick. Dann habe ich ein paar Wattestäbchen noch vom Gardenia Hotel aus der Türkei, hatte ich die dabei, aufgebraucht. Dann hier noch so ein kleines Bröbchen ist leer gegangen und zwar vom Kneipp. Mandelblüten, Hautsaat, so eine Körperlotion war das. Ja, fand ich okay, aber würde ich mir jetzt in groß auch nicht kaufen, weil war okay, mehr auch nicht. Dann habe ich hier noch mehr Bröbchen, die vom Hotel. Das hier, ich weiß gar nicht, ob das noch von Berlin, Salzburg, whatever. Ich weiß gar nicht, woher das war. Dann noch eine Handseife vom Hotel ist leer gegangen. Dann die passende Spülung zum Haarshampoo ist leer gegangen, auch die Micellenreihe. Wie gesagt, super gut, muss ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann ist leer gegangen das hier, was ich mir auch auf jeden Fall in groß holen muss. Und zwar von L'Vital L'Oreal, die Color Glanzt Tagescreme fürs Haar. Der Duft ist so gut, deswegen ich muss es mir in groß kaufen. Dann ist hier ein Gletscherwasser leer gegangen, war so ein Pröbchen, war okay, würde ich mir aber nicht nachkaufen. Was ich mir auch auf gar keinen Fall nachkaufen würde, ist von Bioderma das hier. Also bei Acne ist es überhaupt nichts, sauteuer und nicht der Rede wert, kaufe ich auf gar keinen Fall nach. Was ich immer im Gegensatz nachkaufe, ist diese Golgate, die Whitening, die kaufe ich mir immer in der Tschechei. Und die ist jetzt leer und ich habe auch zu Hause noch welche und ja, kaufe ich mir immer wieder nach. Dann habe ich hier so Tuckcracker gekauft. Und zwar, wie ich nach Kairo gefahren bin, auf dem Rückweg hatte ich so Hunger und habe ich mir so eine kleine Packung Tuckcracker gekauft. Dann noch mehr Pröbchen leer gegangen von Veleda. Eine Honig-Handcreme, die war ganz gut, die war schön pflegend. Dann die Einwegrasierer, auch nichts Spektakuläres. Dann habe ich hier noch ein Getränk probiert, das war auch super lecker. Also wenn ihr hier nach Hurghada kommen solltet, probiert mal von Schweppes diese Gold Edition Ananas, voll lecker gewesen. Dann, das lasse ich jetzt auch hier, vor dem Produkt war ich nicht begeistert, es gab es nur beim Aldi von La Cura, ein Nagelöl, da ist man so reingedippt und hat gedreht. Ja, okay, aber mehr auch nicht. Hier ist noch ein Bröbchen leer gegangen von Veleda. Dann ist eine Augencreme von Reval de Loup leer gegangen. War okay, würde ich mir aber nicht nachkaufen, auf gar keinen Fall. Dann ist mein Lieblingsparfüm leer gegangen. Das kaufe ich mir immer wieder beim Action. Diese große Flasche, 100 ml, kostet nur 1,50 Euro und der Duft ist wirklich gut. Ja, wenn ich zu Hause bin, muss ich mir den unbedingt nachkaufen, weil ja, er ist jetzt leer. Dann sind hier Wattepads leer gegangen. Diese habe ich mir beim Thomas Philips gekauft. 5% Baumwolle. Das waren so große Pads, fand ich super gut. Würde ich mir auch auf jeden Fall nochmal nachholen. Dann ist hier diese Perfect Skin Konzentratteile von Schäbens leer gegangen. War okay, mehr war auch nicht. Also würde ich mir auf gar keinen Fall mehr nachkaufen. Dann ist hier der Deckel mit so einem Lipgloss von so einem Sonnenbalsam leer gegangen. Noch mehr Pröbchen. Dann ist die Wimperndusche leer gegangen, mag ich super gerne, würde ich mir zu Hause auf jeden Fall nachkaufen. Die kann ich euch wärmstens empfehlen, hat ein tolles Bürstchen, ich zeige es euch mal kurz. So ein Bürstchen, ne, so ein bisschen oval, kann man super mitarbeiten und ja, mega günstig, kaufe ich mir auf jeden Fall wieder. Haargummis sind leer gegangen, bleiben auch hier. Dann habe ich mir noch diesen Schokoriegel bei dem Stopp in Kairo gekauft. Ja, nichts hatte ich, hatte ein bisschen Hunger. Dann bleibt noch eine Wimperntusche hier und zwar diese hier, die habe ich mir in Thailand damals mitgenommen. Ja, ist schon ein bisschen her und außerdem war sie mega schlecht, deswegen bleibt sie jetzt hier. Hier noch so ein Pröbchen, was leer gegangen ist, wo ich nicht mehr genau weiß, wo ich es bekommen habe. Taschentücher sind leer gegangen von Tempo, die gelben, die mag ich doch total gerne. Hab ich euch schon oft gezeigt. Dann bleibt die Dose hier, ich weiß gar nicht, ich glaube, da waren meine Tabletten drinnen. Das ist eine Dose aus der Türkei, wie man sieht, das ist auf Türkisch. Da gebe ich immer meine Kopfschmerztabletten rein und ja, die leere nehme ich jetzt auch nicht mehr mit. Dann sind zwei so Einwegzahnbürsten leer gegangen, eine in der Woche. Hier ist noch so ein Teil leer gegangen, Sanitary Bag, I don't know.
zwei Pröbchen, Taschentücher und zwei Einwegzahnpastas. Ja, meine Lieben, das war's gewesen. Die Tüte ist leer. Ich hoffe, das aufgebrauchte Video hat euch gefallen. Und vergesst nicht, auf meinem Vlog vorbeizuschauen, beziehungsweise mein Follow Me Around. Ägypten war toll, ich habe es auch aufgesplittet. Ich war in Kairo, ich war in Luxor, ich war auf der Karibikinsel. Ich habe eine Stadtrundfahrt gemacht, ich habe alles extra aufgedröselt. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Videos schauen. Und ja, ich freue mich jetzt mal auf den Heimflug, auf meine Babys zu Hause. Und ja, bis dann. Ich hab euch lieb. Ciao.